mehr. Mehr, 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 mehr. Okay, ich habe gerade ein Absol in einem Deiner-Nest gefunden und wir versuchen jetzt, das Viech zu fangen. Hoffentlich bleibt es auch drin. Los, komm. Wollt schon hier finden, dann warum nicht, ne? Bleib drin. Bleib drin. Bleib drin. Bleib drin. Jawohl. Cool. War schön. Wollte jetzt nicht den ganzen Kampf aufnehmen, da wäre ein bisschen langweilig gewesen, glaube ich. Hätte zu lange gedauert. Okay. Und noch eine Menge andere Sachen. Wir kriegen übrigens ja deiner Erz, was auch nicht schlecht ist, ne? Also für diese Dinger hier, für deine Abenteuerbelohnungen. Cool, absolut auch ein cooles Pokémon. Schnell wie der Wind, rauscht es über Felder und Berge. Sein gebogenes Horn ist sehr sensibel gegenüber herannahenden Naturkatastrophen. Sehr cool. Alles klar. Und ja, ich bin dabei, irgendwie Freundschaft mit Golbat zu farmen, damit wir hier endlich mal entwickeln können. Weiß nicht, wie weit ich bin, aber ja, ich habe eine Sanftkugel gegeben, kämpfe hier gegen so Ordochs für Erfahrungspunkte und ja, ansonsten weiß ich nicht. So, sehe ich, wenn ich was Neues finde. So, Golbat entwickelt sich. Hey, meine nervige Entwicklung hinter uns gemacht. Und zwar X-Bahn. Cool. Alles klar. Seine zwei Beine wurden zu Flügeln. Es fliegt schnell und lautlos zu seiner Beute und dann die Zähne in den Nacken zu bohren. Geil. So. Finde ich war irgendwie eine der nervigeren Entwicklungen, die ich gerade machen musste. Aber nach ein paar Kämpfen hier hat es das doch gebracht, ne? Gut. Ja, mit der Glocke. Wir sind nur Level 70 erreichen. Das Absol hatte ich übrigens gerade gefangen. Hat eine versteckte Fähigkeit. Was auch nicht schlecht ist, ne? Gut, ich glaube, als nächstes mache ich hier einige Dingens. Hier einige. Oh, ich muss das Ding auch noch entwickeln, ne? Flapterix. Jetzt, ich glaube, ich auch noch mit ein Level. Machen wir das noch ganz schnell. Und dann machen wir, würde ich sagen, Dingens hier. Ja. Diese Baby-Pokémon, die uns noch fehlen. Hier Kusilla und Magby. Und dann gehen wir langsam so die Ideen aus, was hier noch so fehlen könnte. Ich vielleicht mein Pokémon Schwert hier durch die Gegend eiern. Mal schauen. Ah, gut, durch diesen schlechten Vogel. Staatswerte ist er ja eigentlich nicht schlecht, aber jetzt seine Fähigkeit ruiniert alles. Um abheben zu können, muss es circa 4 Kilometer Anlauf nehmen und dabei er seine Geschwindigkeit von 40 km/h erreichen. Okay. Das klingt sehr nervig. Fähigkeit. Ja, guck mal, der hat schon gute Fähigkeiten, ne? Ich hab meiner an. Hat er auch eine versteckte Fähigkeit? Nee, ne? Er könnte halt mit diesem Pflaster nämlich hier dann beheben. Weil wäre, glaube ich, zu einfach, ne? Also nicht. Gut. Alles klar, wie viele Pokémon haben wir? 182 oder irgendwie sowas, ne? 83, verdammt. Habe ich auch alle gesehen und alle gefangen bisher. Ja, hier kommt noch Godzilla. Ich weiß nicht, was hier noch kommen könnte. Hier kommt Magby hin. Ich nehme an, der kommt die Electek-Reihe, ne? Weil Magma, Electek, das sind immer so, weiß nicht so. Werden immer so in dem Kontext hier so als Rivalen dargestellt. Deswegen nehme ich mal an. Hier könnte ich mir vorstellen, da könnte nur irgendein Geist-Pokémon sein. Was noch? Irgendwas Auffälliges hier. Hier nehme ich an, kommt noch irgendeine Dreierentwicklung hin, ne? Muss ich beim Pokémon-Schild umschauen. Hier fehlt noch Kabuto und Kabutops, nehme ich jetzt mal an, weil guck ich mal die Pokémon an hier, ne? So, was noch? Und war es halt für eine ganze Weile erstmal nicht. So, hier kommt ein Gegenstück von denen hier, diese Pflanze, Lilminip, glaube ich, ne? Und hier kommen die ganzen Legendären, die wir uns auch noch kümmern müssen übrigens. So, also, ja. Wird lustig. Okay, werden jetzt hier alle legendären, also auch hier so, die ich in den Nestern finden kann, so ist sowieso und was weiß ich, was da noch alles auftauchen kann. Hm. Weiß nicht. Egal, werde ich schon finden.
ist nur eine Frage der Zeit. Also ja, als nächstes kommen erstmal die B-Pokémon dran, also sehen wir uns gleich. Ich habe zwei Eier zum Schlüpfen bereit. Zeig her. Er schlüpft als erstes. Ich habe beide zur gleichen Zeit irgendwie in mein Team gepackt. Kussela. Ich nehme an, das andere Stück jetzt auch direkt. Ja, ich muss ihnen gar keinen Items geben. Mit kurz das Gesicht auch nur ein bisschen schmutzig, wäscht es sich sofort. Schmutz am Rest seines Körpers scheint es nicht zu stören. Und ja. Ich habe im Internet nachgeguckt und man muss denen gar nichts geben. Muss man einfach nur in der Zucht abgeben und dann schlüpfen schon die Baby-Versionen daraus. Ich vergaß, dass es einige Pokémon gibt, bei denen man nichts braucht. Ich glaube, bei den ganzen Johto-Pokémon war das, ne? Zum ersten Mal in Johto aufgetaucht sind. So, und Magpie. Es ist noch klein und furchtsam. Wenn es sich aufregt oder erschreckt, entweichen Flammen aus seinem Mund und seiner Nase. Gut, wieder zwei Pokémon. Was jetzt 185 bedeutet, ne? Ja. So langsam weiß ich jetzt nicht mehr, was mir hier noch fehlt. Die legendären natürlich, ne? Hier. Die ganzen Golems. Die könnten wir uns mal versuchen hier anzunehmen. Wäre vielleicht mal eine gute Idee, ne? Gut. Versuchen wir dann vielleicht mal als nächstes. Mal schauen. Aber ich glaube, ich werde erstmal einen Abstecher nach Pokémon Schild machen und da einige neue Pokémon suchen. Und dann kann ich zu einem Tausch hier rüber packen. Ne? Gut, machen wir das. Also bis gleich. So, ich begrüße euch in Pokémon Schild, wo ich jetzt schon so die ersten, so die erste Stunde ungefähr aufgenommen habe hier. Nicht aufgenommen, aber storymäßig gemacht habe, damit wir jetzt hier so ein bisschen den Ort hier erkunden können, die Schneelande in Schild. Und ja, ich bin direkt hier reingegangen und habe ein neues Pokémon getroffen, und zwar das hier, Kaumalat. Ich muss jetzt nur, hat das irgendwie Gibbel oder irgendwie so was heißt auf Englisch, deswegen weiß ich nicht, wusste jetzt nicht, wie ich das nennen soll. So, Trugschlag. So, die Sache ist die, ich werde das Ding fangen. Bodycheck, okay, Bälle werfen angesagt. Und ja, entwickeln werden wir es in Schwert, weil wenn ich das jetzt entwickle und rüber tausche, dann habe ich ja nicht die Einträge. Ich muss ja neue Vorentwicklungen haben. Also ja, gut. Wow, das ging absolut verdammt schnell. Finde ich sehr gut. Okay. Gut. Schon mal drei neue Pokémon theoretisch. Es greift alles an, was sich bewegt, und zerrt es in seinem Versteck. Kaum mal verfügt über zwar über ein großes Maul, aber sein Magen ist relativ klein. Ja, ist bisher das einzige neue Pokémon, das ich gefunden habe. Also ich habe mich schon so ein bisschen umgeschaut. Und das ist bisher das einzige Pokémon, was neu war. Also ja, gut. Werde ich mich weiter umschauen und neue Sachen hier finden. Ne? Okay, alles klar. Bis gleich. Okay, wir sind in einer Dino Raid und ich habe einen Lilip gefunden. Nicht Lilip. Also nicht. Mal wieder ein anderes Pokémon, was ich gedacht habe. Und ja, machen wir halt ganz schnell fertig. Das nur drei Sterne hat, dürfte nicht so lange dauern. Und ja, wir setzen unseren Wusau, Wulau, ich weiß nicht, wie das Ding original heißt, mich die alle ja umbenenne. Haben wir schon gesehen? Oh, der hat gar nicht noch. Oh nein. Ich habe vergessen, ihn die Dinosuppe zu machen, damit er diese Spezialform hat. Oh, genau so. Ich habe das noch gar nicht umbenannt, merke ich gerade. Okay, was auch immer. Da bin ich schon halb tot, weil drei Sterne unterentwickelt sind auch noch. Also ja, komm. Ich hoffe mal. Dann können wir das auch rüber tauschen auf Schwert. Ich habe schon mal hier fünf Pokémon mit die Entwicklung mitgezählt. Langsam sicher fühlt sich dann auch hier was, glaube ich. So, sonst habe ich aber noch nichts Neues hier gefunden. Außerdem scheine ich irgendwie Sanya nicht zu finden, weil die ist ja bei Pokémon Schwert direkt irgendwie hier in Freestyle aufgetaucht, und irgendwie ist sie hier in Schild nicht aufgetaucht aus irgendeinem Grund, und ich weiß nicht wieso, weil dann kann ich auch nicht die ganzen Dinger hier suchen, die Fußspuren.
was auch immer das ist. Ja, oh, dauert doch noch ein bisschen länger, habe ich so das Gefühl. Also jetzt muss auch jemand drauf. Also okay, das Gestein bringt was. So, und noch einmal Hydro-Pumpe. Ja, ist ja neutral bei Pflanzenstein. So, jetzt hat sich fangen, Kollege. Mit einem Pokéball natürlich. Was denn sonst? Bonk. So, bitte bleib drin, ne? Weil dein neues Fangen ist ein bisschen doof. Vor allem, wenn ich gerade am Aufnehmen bin. Wäre voll peinlich. Jetzt muss ich das Spiel nämlich nochmal neu starten. Dankeschön. Gut. Lilip, nicht Lilminip. Lilminip habe ich, glaube ich, gesagt. Was ist nochmal Lilminip? Das ist ein Pflanzen-Pokémon, glaube ich, gewesen. Ne? Glaube ich. So. Seeanemonen-Pokémon. Lilip heftet sich an Felsen im Meeresgrund. Er hat sich Beute, fängt diese mit seinen wie Blütenblätter geformte Tentakel. Gut, haben wir schon mal zwei Pokémon, die wir rübertauschen können und entwickeln. Nicht schlecht. Saugnapf. Andere Richtung, glaube ich. So. Wo habe ich das hingepackt? Zu Schwert hier. So, 2. Gut. Ich hoffe, die sind auch versionsexklusiv, weil sonst, weiß ich nicht. War halt ganz schön doof, die hier zu fangen. Ich hätte ein Schwert fangen können. Was auch immer. Gut, ich mache mich auf die Suche nach weiteren Pokémon. Also, bis gleich. So, da ist ein Pokémon, das wir noch nicht haben. Lass fangen. Boom. Der ewige Rivale von Lord Helix. Der Sünder Kabuto. Aus dem... Oh Gott, Jäger ist ja schon fast tot. Aus dem Dorf, versteckt im... Wie ist das nochmal? Wo Kabuto aus Naruto herkam. Da haben sie die... Ich habe... Der Hidden Sound Village. Ich weiß halt nur in Englisch, weil ich die deutsche Version schon so lange nicht mehr geguckt habe. Bewusst. Okay, oh Gott. Okay. Jetzt mal ein Pokéball fangen. Pokéball werfen. Hm? Fangen. Oh, mit ihm kann ich doch wahrscheinlich noch angreifen einmal, ne? Aber bin mir nicht sicher. Los, werfen einfach. Wir wollen Pokémon gefangen, ohne zu schwächen. Hätte ich noch ein Schild braucht. Wir sind übrigens immer noch ein Schild. Wir haben es gefangen. Gut, wieder ein Pokémon, das wir rüberschicken können zu Schwert. Und langsam weiß ich auch gar nicht mehr, was mir noch fehlt. Ich muss die mal alle rüberschicken, um zu gucken, was mir noch fehlt und so. Es heißt zwar, dass Kabuto ausgestorben sei, doch in einer bestimmten Gegend trifft man es noch relativ häufig an. Cool. Alles klar, ich sehe euch dann vielleicht in Schwert wieder, wenn wir einige Pokémon entwickeln. Okay, okay. So, zurück ins Schwert. Lass uns ein paar Pokémon entwickeln. Ja, und zwar 3 neue, die wir uns rübergetauscht haben von Schild. Wir geben denen ein paar Bonbons, die ich gerade gefarmt habe, ein bisschen. Ziemlich nervig. Ich habe gerade gemerkt, dass ein X-Bart irgendwie hier in so einem Dynanest drin ist. Geil. Ich mir all die Arbeit hier, dass die Glücklichkeit, die Zufriedenheit von dem Ding zu erhöhen, ersparen können. Aber ja, was soll man machen? Ne? War ja sowas von klar. Ja, Kabutops. Die 2.0 Version von Sichlor. Obwohl, weiß ich nicht. Kabuto schnitzt seine Beute auf und saugt ihre Körpersäfte aus. Die Überreste dienen als Nahrung für andere Pokémon. Das ist ja super. Überhaupt nicht verstören und gruselig oder so, ne? So, Lilip, ich glaube, das muss ich noch bis Level 40 hochleveln. Gehen wir mal ein XL-Bonbon. Perfekt. Nein, interessiert mich nicht. Nein, interessiert mich nicht. Nein, interessiert mich nicht. Nein, interessiert mich nicht. Nein. Halt, verdammt. So. So, das interessiert mich. Mein Gott. Din, 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 din.
Keine Ahnung, das Ding sah für mich schon immer so aus wie irgend so ein Monster aus einem Super Mario Spiel oder so. Durch die kurzen Beine läuft Vila nur langsam. Noch um ferne Beute zu fangen, kann es Hals und Tentakel auf die dreifache Länge ausstecken. So. Und dann noch hier, Kaumalat. Dürfte sich eigentlich immer pro jedes Level irgendwie entwickeln, ne? Das ist halt gut daran, dass diese Dinger hier auf Level 65 oder so gefangen werden. Ich muss den einfach immer nur ein Level abgeben und dann können sie schon entwickeln. Buchdeck-Eintrag ist auch perfekt, ne? Ein Kamerad hat sich so ein Knacksel entwickelt. Cool. Aus dem Fortsetzen an beiden Seiten seines Kopfes stößt es Ultraschall, also um sich im stockfinsteren Höhlen zurechtzufinden. Gut, direkt noch mal entwickeln. Fact. Ah. Okay, ich wollte schon sagen, das entwickelt sich ja wohl. Ich weiß nicht, wann sich Dings entwickelt, aber stimmt ein bisschen spät, so Level 50 oder irgendwie so, ne? Ah, geil. Ein Knackrack. Cool. Knackrack lebt im vulkanischen Gebirge. Es fliegt so schnell wie ein Jet durch die Lüfte und macht dabei unterwegs Jagd auf Beute. Wenn es fliegen kann, warum sind am Boden? Oh Mann. Genau wie Libeldra. Oder wenigstens Schwebe, um als Entschuldigung, ne? So, wie viele Pokémon haben wir jetzt? Irgendwann mit 90, ne? 190, 192 von 192. Wir sind bei 192. So, fehlen gar nicht mehr so viele, ne? 210 nehme ich mal wieder so die Anzahl an Pokémon, die wir brauchen. Und guck mal, das sieht gut aus, ne? So, hier fehlt noch irgendwas. 47. Keine Ahnung, was. Hier fehlt noch irgendwas. Ich nehme an, das ist Electek, Elekid und so. Das wäre jetzt so meine Vermutung. Und ja. Hier fehlen noch ein paar. Hier könnte vielleicht auch noch eine Dreierentwicklung sein. Dann kommt Regirock. Registil, Eis und was ich, was hier noch alles kommt. Das Phantomross kommt noch, ja noch, und ja, also das legendäre Pokémon. Werde ich schon herausfinden und wir sehen uns dann, wenn ich es herausgefunden habe. Vielleicht, oder vielleicht ist das das Ende des Parts. Keine Ahnung. Ich sehe auf jeden Fall. Ciao. Aha, ich habe gesagt, die Elektrik-Reihe ist auch noch in diesem Spiel, ne? Und lass mich raten, ich weiß auch genau, wo die reinkommen. Hier, weil hier fehlt noch drei zwischen Magma und Rosana und so, und ja, ich war mit das Dialektik-Reihe ist, ne? Ich habe es doch gesagt. Hier, komm her. Elevoltik übrigens. Elektrik habe ich aber auch gerade gesehen. Jetzt können wir uns auch direkt fangen. Dann wäre doch nicht schlecht. So, so, das Viech, das hat auf jeden Fall Dingens Statik wahrscheinlich, ne? Als Fähigkeit, also schon damit rechnen, irgendwie elektrisiert zu werden. So, lass mich erstmal warten, bis ich irgendwie ein paar Angriffe von dir sehe. Bevor ich dich noch weiter schwäche, naja, hast du wieder Bodycheck oder so und checkst dich selber aus. Okay, schon mal anders einsetzen. Bevor ich dich weiter angreife. Ja. Donnerblitz. Zeig mir deine anderen Angriffe. Zeig mir, was du drauf hast. Show me what you've got. Außer ich fange mich jetzt nö. Gigastoß. Oh Gott. Autsch. Nee, na, er hat der Bodycheck und das Viech ist tot. Ich hab vom Bock. Ich will jetzt mit einem Trugschlag, ist ja schon fast tot wieder. Also fast tot. Das ist ja der Sinn von Trugschlag, die fast zu töten. Weil wir schon, was ich meine, ne? Und dann wird setz einen vierten Angriff ein, komm. Ja. Keine Lust. Blüpp. Ich habe doch die Technologie. Ich habe wortwörtlich 1 Million Poké-Dollar. Ich könnte mir die Sachen locker kaufen. Okay, Donner. Gut, ja, da ist, ich kann Trugschlag einsetzen weiter. Au.
Ja, da wollte ich nicht rein. Hier will ich rein. Ach man, da wird jetzt jedes Mal treffen wegen Regen. Ja, komm her. Boom. Perfekt. Heute mehr als ein AP, aber was soll's. Jawohl. Alles nach Plan gelaufen. Sehr cool. Ich habe auch meine Team-Pokémon wieder mitgenommen, damit die, für was auch hier noch in der Story vorkommt, hochgelevelt sind. So, wie viel Strom ist erzeugt, ist abhängig von seinem Puls. Im Kampf steigt Elevortex elektrische Spannung schlagartig an. So, lass mich raten. Boom, sag ich doch. Dann haben wir die schon mal abgehakt. Dann müsste ich noch finden, was auch immer hier ist. Ich würde sagen Geist-Pokémon. Könnte denn hier sein? Ein Pokémon ohne Entwicklungsstufe. Irgendein Geist-Pokémon, was gibt's denn da so? Also nicht. Ja, vielleicht finde ich das ja noch. So, jetzt zeigen wir uns erstmal Jäger wieder hoch. Und schnappen uns noch ein Elektrik, was ich ja noch rumlaufen gesehen habe. Zwar hier, da, guck mal. Roll worden, das ist ein Kollege. Ja, dann müssen wir halt noch Elektrik züchten. Ich glaube, da brauche ich auch kein Item für, ne? Es regnet. Ja. Ich habe deinen großen Bruder gefangen, jetzt werde ich dich fangen. Ach Mann. Bootsgeg. Ich nehme jetzt mal einfach an, du hast keinen Rückstoßangriff, ne? Sondern Blitz. Lass mich raten, jetzt kommt er mit Bodycheck oder Risikotech oder irgend so ein Kack, ne? Und du. Oh Mann, ehrlich. Ist nicht sehr effektiv, Kollege. So, oh wow, ehrlich. Jetzt stell dich mal nicht so an, Kollege. Bleib drin, ehrlich. Ich den einen auf einer P runter gedonnert habe, hat er ihn sofort gefangen. Erstmal mit so einem Superball. Also nicht so ein Superwurf. Irgendwie ein Schild habe ich irgendwie voll auf diese Superwürfe gemacht. Ich habe das Gefühl. Jetzt komm. Oh mein Gott, ehrlich? Oh, du gehst mir jetzt echt auf die Nüsse, ehrlich. Oh. Ja, ich wollte schon sagen, er hätte auch eigentlich überleben müssen. So, hier. Versuch mal gegen ihn hier Donne einzusetzen und so. Oh, Entschuldigung. Das war ein super Wurf, glaube ich. Ne? Danke. Gut. Ein Elektrik wurde gefangen. Schön. Entschuldigung. In vielen Elektrizitätswerken werden Pokémon von Typ Boden eingesetzt, um Elektrik davon abzuhalten, dort den dortigen Strom abzuzapfen. Okay. Gut, haben wir wieder ein Pokémon und bald noch eins hier, dass wir unseren Pokédex eintragen können. Jetzt fehlen nur noch eine Handvoll. Einige davon sind natürlich die legendären Pokémon, um die wir uns auch noch kümmern werden, aber ich hoffe ja, vielleicht finde ich ja noch ein Elekid, ne? Ich hoffe, die werden wir auch noch alle finden, ne? Und normalerweise ohne dass ich irgendwie nachgucken muss oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Na, den müssen wir auch mal irgendwann machen. Der Steingigant, der Eisgigant, Stahlgigant. Ja. Okay. Oder ist dann ist da Regigigas drin? Hm. Weil für den muss man, glaube ich, die drei
Digis haben, ne? Weiß ich nicht. Egal, wenn ich was Neues finde, dann sage ich euch Bescheid. Also bis gleich. Okay, mein Elekid ist am Schlüpfen. Lass mal gucken. Elekid ist aus dem Ei geschlüpft. Ja, schön, ne? Gut. Jetzt sich ein Sturm mit Elekid unruhig. Sobald Donnergrollen hört, ist es nicht mehr zu halten und fängt an zu toben. Okay. Gut, warum auch nicht, ne? Und ja, ich habe ehrlich gesagt im Pokédex nachgeguckt und geguckt, was mir noch so fehlt. Ist eigentlich nicht mehr viel. Es sind nur noch zwei Pokémon, die mir fehlen. Also zwar einmal ein Pokémon nur und also das eine, was hier zwischen. Das war auch immer. Guck mal, da ist es schon. Boom. Ja. Dratini. Okay, da war jetzt aber auch nicht so wirklich ein Spoiler, weil ich meine, ich habe mal irgendwann irgendeinen Trailer gesehen, wie ein Dragoran im Trailer war. Also war das jetzt nicht so eine. Oh, ich habe die Animation abgestellt. Geil. So, ich glaube, du hast Expertemis. Deswegen willst du auch nichts bringen dir. Ja, dich zu paralysieren. So, ich habe geguckt, welche beiden Pokémon mir noch fehlen. Eins habe ich mir jetzt nicht genau gemerkt, wo ich das noch mal herkriege, aber das hier habe ich gesehen im Ballseeufer im Wasser. Und ja, aber wie gesagt, Dragoran wusste ich schon, dass es in diesem Spiel gibt, glaube ich. Ich habe mir meinen Trailer irgendwann mal angeschaut, also müsste ich mich eigentlich daran erinnert haben. Jetzt jetzt nicht so, als würde ich mich irgendwie spoilern hier bei. Oh nee. Weil ich kenne die ganzen Pokémon, also. Oh, was soll ich mich hier spoilern? Ey? Oh Gott, Dragoran, da kenne ich schon vor 20 Jahren. Ungefähr. Bleib drin, verdammt. Und auf Wutanfall einzusetzen, verwirrt sich nur damit unnötig. Wäre natürlich jetzt ein bisschen doof, wenn ich das nicht fangen würde, ne? Brax. Komm her. Du sollst ja keine Sorgen machen. Los, komm. Ich würde gerne jetzt fangen. Oh nee. Wird sich jetzt. Oh nee. Kann ich dich irgendwie heilen? Jawohl. Gut. So, dann fehlt mir nur noch ein nicht legendäres Pokémon. Alle anderen habe ich dann schon. Was gut ist, ne? Ja, dann fehlt mir halt noch, was auch immer ja alles legendäres und so vorkommt. Also die Regis, ne? Das Phantom raus, was ich mir noch aus Schild rüberholen muss. Dratini lebt in der Nähe reißender Gewässer, wie etwa in den tiefen Becken unter Wasserfällen. Es wächst, indem es sich immer wieder häutet. Da müssen wir natürlich auch noch entwickeln, ne? Und ja, dann für uns noch ein Pokémon, muss ich mir auch noch mal ganz genau angucken, wo ich mir halt noch mal herhole. Nein, nicht hier. Und dann müssen wir eigentlich nur die legendären holen, ne? Ein legendäres habe ich übrigens auch schon wieder offscreen gesehen, aber noch nicht gefangen. Und ja, erzähle ich euch gleich mal ein bisschen mehr. Erstmal machen wir hier noch. Und für die legendären macht man halt immer ein extra Video, also nicht für ein legendäres jeweils, aber verdienen halt ein extra Video jeweils, ne? So, Dratini, ich bin mir nicht sicher, wann sich Dragoni entwickelt. Ich glaube irgendwann 55 oder so, ne? Das müsste halt eigentlich noch reichen. Dragonier. Mein Gott, da sind wir eigentlich schon relativ schnell mit dem Pokédex fertig, ne? Er ist vor einer Woche oder so angefangen, hat DLC zu spielen, glaube ich. Drago lebt in klaren Meeren und Seen. Mit seiner Gabe, das Wetter zu beeinflussen, schwingt sich auf den Wind in den Himmel. So. Hier, frisst das. Nur zwei Level. Aber was für eine Verschwendung. Und dann haben wir noch ein Dragoran. Cool.
Dagoni hat sich zu einem Dragoran entwickelt. Seid immer noch so powerful wie damals. Er spielt dieses gute Pokémon ertrinkende Menschen oder Pokémon, so kann es gar nicht anders als sie zu retten, bevor es sie zerfleischt. Orkan 9. So gut, das geht voran mit dem Pokédex. Ja, ich zeige euch mal hier. Wir haben 198. Boom, Dratini, Dragolia, Dragoan und dann kommen die Legendären. Gut, das heißt, alles ab hier haben wir schon gefangen. Guckt euch das an. Boah. Hier fehlt nur noch ein einziges Pokémon, ein nicht legendäres Pokémon, das wir fangen müssen. Und zwar hier. Ich will noch nicht verraten, welches ist. Werdet ihr gleich sehen. Aber ich muss noch mal nachgucken, wo genau man es findet und durch welchen Voraussetzungen und so. Und ja, dann gehen wir noch mal ganz nach unten. Und einiges Pokémon habe ich auch noch offscreen gesehen. Und zwar hier Zapdos. Und zwar in diesen deine Abenteuer Dingen. Da ist mir ein Zapdos begegnet. Und ja, ich weiß, dass es Zapdos auch hier in der Dings gibt, in der Kronen DLC Landschaft. Also ja, war jetzt nicht so eine große Überraschung. Dementsprechend wissen wir auch, dass Arctos und Lavados auch noch hier sind, ne? Also ja, dann haben wir noch Registil, Regi Eis. Nehmen wir mal an, die sind hier, ne? Dann noch ein anderes Regi Pokémon, nehme ich mal an, Regi Gias, ne? Dann noch die anderen beiden Vögel, dann hier noch das Schattenrost und dann fehlen hier noch 4 Stück, was auch immer das sein könnte. Und Suisun habe ich auch schon gefangen, aber das wird hier nicht im Pokédex angezeigt. Also nehme ich mal an, die ganzen anderen legendären Pokémon, also die ganzen Cover legendären Pokémon und Trio Pokémon und was weiß ich, welche es da noch alles gibt, die werden hier auch nicht angezeigt. Raikou habe ich zum Beispiel auch schon gesehen und bin ich gerade dabei, irgendwie zu fangen. Und ja, alle anderen werden dann also ja nicht angezeigt. Das heißt, es gibt hier nur so eine begrenzte Anzahl von Pokémon, was gut ist. Und ja, scheint wieder auf 210 irgendwie loszugehen. Freue ich mich. Gut. Ich sehe euch dann, wenn ich jetzt das letzte Pokémon noch gefangen habe, und dann können wir uns im nächsten Part um die Legendären kümmern, ne? Ist das ein Plan? Okay, also bis gleich. So Leute, natürlich kann es nicht so einfach sein, ne? Nein, das allerletzte Pokémon, was mir fehlt, kann man einmalig nur fangen, und zwar indem man irgendwas sehr kryptisches macht, was irgendwie passend ist. Das letzte Pokémon, das uns fehlt, ist ein Krypok, dieses Geist und Licht Pokémon. Und ja, da muss man einige Voraussetzungen für erfüllen, um es zu fangen. Und das ist irgendwie, wie soll man, ich meine, man hätte eigentlich nicht darauf kommen müssen, aber es könnte halt zufällig passiert sein. Und zwar irgendwo hier im Ballseeufer soll es sich ein, oder ist das überhaupt Ballseeufer? Ich muss mal gucken. Ja, Ballseeufer, irgendwo soll sich hier ja, ich habe nach, das ist egal, ne? Soll sich ein verlassenes Grab befinden, das man ansprechen muss. Dann muss man irgendwie, weiß nicht, 32 Spieler online angesprochen haben. Also wenn man hier den Online-Modus einstellt, dann sieht man hier in der Naturzone und hier in den Schneelande und was weiß ich alles nicht hier, wie sich so Spieler rumbewegen, ne? Und ja, die muss man dann ansprechen, und wenn man 32, glaube ich, von denen angesprochen hat, dann ist das hier halt verlassene Grab. Wenn man 32 Spieler angesprochen hat, dann das hier ist ja, das habe ich glaube ich schon mal angesprochen, irgendwann habe ich mal so auf Screen gefunden. In folgende Worte eingeweiht: Ich trage meine Stimme hinaus in die Welt. Und ja, ich glaube irgendwie, je nachdem was da steht, wird ein keine Ahnung, bestimmt irgendwie, wie viele Pokémon, wie viele Spieler man angesprochen hat. Hier sind übrigens mal so ein paar Fußspuren, cool. Und ja, ich muss mir halt noch mal hier kurz ändert. Es sind gerade scheinen leise Geräusche zu kommen, müsste da eigentlich stehen. Und ja, so wie ich das verstehe, muss man jetzt hier online, also online aktivieren und Spieler, die jetzt sich auf der Karte befinden, ansprechen. Und ja, das werde ich dann jetzt mal machen. Und dann soll irgendwann hier dieses Pokémon auftauchen, ne? Einmalig. Und dann haben wir nur eine Chance, dazu fangen.
sehr merkwürdig und ja, sehr nervtötend, aber was willst du machen, ne? Gut. Weil ich muss man ab jetzt 32 oder hätte hat auch gereicht, wenn ich jetzt schon 32 angesprochen hätte und dann das angesprochen hätte, weil hier sind so ein paar Sätze irgendwie aufgelistet, die angezeigt werden sollen und anzeigen, wie viele Spieler man angesprochen hat, aber der Satz steht jetzt irgendwie nicht hier. Also nehme ich mal an, das fängt erst ab jetzt an, ne? Also gut, ja, dann muss ich das noch kurz machen, ne? Das sollte jetzt eigentlich nicht so schwer sein. Ich muss eigentlich nur online gehen und dann werde ich schon 32 Spieler finden, ne? Also ja, nur damit ihr seht, was ich hier auf mich nehmen muss, um meine Pokémon zu holen, ne? Also ja, ich sehe euch dann gleich, wenn ich damit fertig bin. So, ja, ich habe jetzt mit 32 Leuten geredet und wie man sieht, ist da schon direkt was aufgetaucht. Okay, cool. Dann komm mal her. Gut, Donnerbälle. Na, ich habe Animation immer noch aus. So, ich habe nur eine einmalige Chance, sich zu fangen. Ich meine, ich kann trotzdem nicht angreifen, aber trotzdem, lass mal. Wird schon so irgendwie klappen. Kann es ja nur um Stunden handeln, ne? Ne? Okay, oder so. Na gut. Alles klar, cool. Damit haben wir das letzte nicht legendäre Pokémon gefangen. Und ja, das ist doch mal schön. Es steht aus 108 Geistern. Allerdings scheinen sie auch einige bösartige darunter gemischt zu haben. Wer hat das darunter gemischt? Meine Stimme wurde erhört. Ja. Wäre natürlich toll, wenn man das immer wieder machen könnte, ne? Damit man, weiß ja nicht, sich das Ding farmen kann. Kann man das nicht züchten oder so? Schwebe durch, ist das eine versteckte Fähigkeit? Ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. Gut. Ist auch egal. Wir haben jetzt das müsste das 199. gewesen sein, ne? Jupp. Gut, dann haben wir schon mal alle Pokémon hier gefangen. Fehlen jetzt noch die legendäre, wofür ich natürlich extra Parts machen werde. Wir müssen dafür diese ganzen Ruinen hier durchsuchen und irgendwie Rätsel lösen. Und weil ich habe so einen Verdacht, dass ich weiß, wie man eins der anderen Dinger aufmacht, aber ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich hoffe, es funktioniert, weil dann wäre echt super. Gut. Aber in dem Sinne sage ich dann für den Fangpart, das war es das jetzt erstmal, ne? Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann mit Registil, Regieis, was auch immer, in welche Ruine ist, ne? Und ja, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar, das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss!